Leute, mein Geburtstagsgeschenk ist da. Schaut mal runter. In der Mitte steht's. Und DJ Khaled würde jetzt sagen, another one. Also, wir checken es gleich ab. Der Patrick ist da, der Mercedes-Händler meines Vertrauens. Und wir werden jetzt gleich das komplette Auto anschauen, eine kleine Probefahrt machen, alles abchecken. Der Patrick wird uns erklären, was bei diesem Auto speziell läuft. Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Denn viele wollen ja so ein Auto sehen. Aber es gibt natürlich auch welche, die wollen so ein Auto auch mal selber fahren. Die wollen sich das Ganze auch mal selber verdienen. Und dann gehe ich mal mit euch, weil es heute mein 30. Geburtstagsgeschenk ist. Also mein 30. Geburtstag, das Geschenk. Ich weiß, ein bisschen verspätet, aber es kam jetzt endlich an. Und dann gehen wir mal gemeinsam wirklich 5 wichtige Punkte durch, wie man es selber schaffen kann, 5.000 Euro mehr Einkommen zu generieren. Oder wer da schon drüber ist, gehen wir 3 Skalierungsfaktoren durch, wie man von 5 auf 10, 30, 50 oder 100.000 Euro monatliches Einkommen kommen kann. Das aber später. Da gibt es noch ein richtig geiles Geburtstags-Special. Aber jetzt schauen wir erstmal das Auto an. Jetzt haben wir langsam wirklich einen sehr guten Eindruck vom gesamten Mercedes-Fuhrpark. Da steht der Maybach. Da haben wir jetzt den GTC. Und jetzt haben wir hier den, heißt GT4, oder Patrick? Ja, GT63S. Genau, GT63S. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir steigen jetzt ein, fahren den kurz wohin, wo wir es auch wirklich von außen komplett anschauen können, das Auto. Und dann wird uns der Patrick mal fachmännisch komplett erklären, was hier abgeht. Ja? Also, ich würde sagen, wir steigen ein und du kannst auch gleich mal, Vladimir, den Test machen, wie es denn hinten drin so ausschaut. Ja? Machen wir, ja. Das heißt, das kannst du gleich mal hinten reinsteigen. Patrick und ich, wir steigen jetzt vorne rein. So Leute, wir haben jetzt das Auto gestartet und zwar extrem angenehm leise. Also man kann das Auto wirklich ultra leise starten. Hier das ganze Kamera-Setup, richtig geil, genauso wie beim Maybach auch, also super. Und ich muss direkt schon mal sagen, das Fahrwerk ist hier schon auch weich, oder? Auf jeden Fall. Das Fahrwerk ist deutlich hier angenehmer, gerade auch langstreckentauglich. Und du hast halt hier die Möglichkeit, im Gegensatz zum GT2-Türer eben das Auto komfortabel Langstrecke zu fahren. Ja. Oder eben, wenn du auf Sport Plus schaltest, wie wenn du ein anderes Auto einsteigst, kompletter Sportwagen einfach. Also ein Kollege von mir, der hat mir wirklich Angst gemacht. Der Jan, der arbeitet im Marketing von Mercedes. Und der meinte zu mir, dass dieses Auto hier vorne genauso eng sei wie der GT2-Sitz. Und das stimmt absolut nicht. Nee, finde ich also man hat jetzt, nicht. Also man hat jetzt hier wirklich viel mehr, also die Sitze sind schon mal deutlich bequemer wie beim Zweisitzer. Die sind deutlich bequemer. Man hat hier vorne viel mehr Platz. Es ist deutlich angenehmer. Also es ist überhaupt kein Vergleich. Also ich finde, das Auto hier ist vorne viel mehr wie eine S-Klasse, ja, wie ein GT. Ja, also man muss ganz klar sagen, das Auto ist mehr wie eine S-Klasse. Man blubst auch nicht so tief rein wie jetzt in den anderen GT. Genau, das also ist ja fast auf dem Boden und hier hast du halt das Gefühl, du sitzt in einer Limousine. Man sitzt hier wirklich deutlich höher. Man sitzt hier wie in einer Limousine und allein schon auch das Lenkrad. Also es lenkt komplett anders. Es lenkt ganz angenehm. Richtig geil. Und jetzt fangen wir mal innen an. Patrick, wie heißt eigentlich dieses Carbon? Weil ich, das ist das Carbon-C-Element matt, also ein mattes Carbon-Element, kombiniert mit dem Klavierlack, schaut richtig edel aus. Finde ich persönlich schöner wie das glänzende. Ja, finde ich einfach auch. Weil es ein bisschen dezenter ist, ja, aber trotzdem sehr, sehr schön verarbeitet auf jeden Fall. Gut, ansonsten Mittelkonsole kennst du ja schon von deinem GT, ist eigentlich fast gleich. Ja. Du hast halt hier die Touch-Buttons, die Lenkradknöpfe, kennst du ja auch schon. Genau, was genial ist hier, da kann man umstellen zu Sport. Sport Plus. Jetzt merkst du schon, hat sich gleich die Gaseinnahme verändert. Ja, man merkt jetzt lauter. Genau, man merkt jetzt schon direkt, das Auto wird lauter. Fahrwerk direkter. Ja. So, dann gehen wir weiter. Jetzt haben wir auch hier diese richtig geilen Lufteinlässe. Die sind ja auch so wie beim CLS, oder? Genau, genau. Du hast jetzt praktisch beleuchtete Lüftungsdüsen. Was jetzt auch neu ist bei dem, jetzt auch wieder ein Duft drinnen. Ja, oh, Duft auch, ja? AMG-Duft, den gibt es jetzt nur beim 63er eben. Oh, der 63er AMG-Duft, okay. Genau. Habe ich da gleich mal eingestellt. Ich wollte selber mal ausprobieren, wie das riecht. Habe ich auch noch nicht gerochen. Geil, aber ja. Ist sehr angenehm. Genau. Ansonsten, du hast halt hier eben den Komfort wie in einer Limousine. Kannst aber auch richtig sportlich fahren. Hast 900 Newtonmeter, 640 PS. Also da geht einiges vor. 640 PS, ja, ist der 900 Newtonmeter und Allrad. Der ist ja auch der allerschnellste von 0 auf 100, kann das sein? Also ja, von allem. Ist ja auch schneller wie der GTR.
Wie der GTR, ja. Wie der GTR ist ja bereits die E-Klasse schneller. Ja. Durch den Allrad, also sprich von 0 auf 100, klar gewinnt die E-Klasse, weil sie halt einfach die Traktion besser auf die Straße bringt. Ja. In dem Fall hast du jetzt eben auch den Allrad kombiniert, du wirst es merken. Klar, der GTR würde jetzt die E-Klasse dann später einholen, weil er natürlich dann einfach nochmal ein bisschen andere Power hat. Ja. Aber der hier ist jetzt eigentlich unser Top-Kandidat. Also der GTR, der holt den auch nicht mehr ein, oder nee, was? Nee. Er hat ja 585 PS, klar, wiegt deutlich weniger. Ja. Müsste man das mal vergleichen, wie, der, wie das letztendlich ausschaut, aber so von den Daten her, also der hat sogar auf der Rennstrecke den M5 Competition geschlagen. Okay. Und das ist halt schon also eine Ausnummer. Wie man also hier wirklich sehen kann, das Lenkrad, Vladimir, das Lenkrad ist wirklich ultra geil. Man kann jetzt hier einstellen, zum Beispiel laut, leise, on, off, also hier kann man auch wählen. Also man kann jetzt immer hier wählen, was möchte man einstellen? Drive, an, aus. Ob man jetzt hier beispielsweise das Ding hinten, das heißt nochmal wie? Die Heckklappe. Also den Spoiler meinst du? Genau, Spoiler, ob man den nach oben fahren möchte oder nicht. Hier kann man drehen. Und ich finde es ultra geil, weil man hat hier wirklich alles am Lenkrad drauf. Innenoptik ist brutal geil. Und für mich wirklich das Wichtigste, das Auto ist echt richtig bequem. Es ist richtig bequem. Und trotzdem zieht es brutal an. Also ich würde echt sagen, es könnte vielleicht sogar mein neuer Favorit sein. Was? Das wird definitiv dein Favorit. Das wirst du merken, wenn du fährst, wenn du mal eine längere Strecke fährst oder wenn du einfach mal Spaß haben willst und das Auto auf Sport oder Race fährst, was das Auto eigentlich alles kann. Ja, also Vladimir, jetzt film mal dich mal kurz selber ab und zeig hinten das Auto. Und du bist ja jetzt so 1,80 Meter hoch. Ja? 1,82, ja. 1,82 also und? Komplett bequem. Also ich hab Beinfreiheit, habe ich hier noch genügend. Patrick kann ja vielleicht mal erklären, was im Hintern des Autos da so läuft. Jo, du hast hier auf jeden Fall auch einen Getränkehalter, kannst du heizen und kühlen. Du hast eine Mittelkonsole, wo du USB-Anschlüsse hast und dein Handy natürlich laden kannst. Also auch wenn du mal gefahren wirst, kannst du dich hier hinschillen und ein bisschen was arbeiten. Hier ist eigentlich noch so ein Touchpad. Das ging gerade an, ja? Also hier kann man hier die Sitzheizung regulieren. Genau, kannst du Sitzheizung regulieren. Du kannst hinten... Hast du Einsicht auf die Performance, also sprich, du hast so eine AMG-Anzeige, die du dir anzeigen lassen kannst, wie viel Drehmoment du gerade abrufst, wie viel PS du in Anspruch nimmst und. Ist auf jeden Fall ganz nett, ja, dass man hinten auch ein bisschen mitkriegt, was so abgeht, gerade wenn man mal sportlicher fährt. Ist halt eine Spielerei, aber finde ich eigentlich ganz cool. Das ist richtig gut hier. Auto ist wirklich bequem. Ja. Es hat echt Platz, es ist echt bequem. Und vom Lenken her, es ist wirklich extrem angenehm. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt gehen wir mal auf ein ganz sportliches Fahrwerk. Jetzt schauen wir mal. Jetzt verhält sich natürlich das Lenkrad deutlich anders. Aber ansonsten, ich finde, das geht immer noch. Also ich finde, so im Sportmodus geht es eigentlich immer noch. Ja, ist immer noch angenehmer. Es ist immer noch angenehmer. Du löst jetzt nicht jeden Stein wie im GTC. Ich muss echt sagen, der GTC ist ja so ein schönes Auto, der ist so schön. Aber er ist auch für die ersten 100 Kilometer richtig geil, aber nach 200 wird es dann anstrengend. Es wird echt anstrengend, Auto, ja. Mit dem du deinen Spaß haben kannst, ja, mit dem du richtig sportlich fährst. Aber ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, würde ich jetzt gern mit nach Köln fahren. Genau, ja. So, jetzt werden wir gleich noch das Auto komplett von außen anschauen, dass der Patrick uns sagen kann, was wir jetzt hier ausgewählt haben. Jetzt setze ich mich nur kurz hinten rein und dann wird uns der Patrick mal ums Auto rumführen. So. Ich muss wirklich sagen, gell, man kann hier eine komplett easy mitfahren. Also es ist nicht zu vergleichen wie jetzt mit dem CLS, sondern es ist wirklich vergleichbar mit einem Panamera, würde ich jetzt sagen. Also man hat wirklich hinten richtig Platz. Man hat richtig Platz. Man hat hier auch seine ganzen Knöpfe, alles was man braucht. Also man hat hier wirklich alles und hier hinten kann man easy mitfahren, Touchpad. Und schaut mal Leute, ich bin gerade vorne gesessen, wie viel Platz ich noch habe. Und, geh mal kurz her. Schaut mal wie viel, also ich habe oben auch noch Platz. Also oben geht es halt auch noch. Ja? Klar, man kann jetzt natürlich nicht die Sitze hinten verstellen, aber es gibt hier hinten auch Sitzheizung. Kühlung gibt es nicht. Gäbe es eigentlich Kühlung? Nee, das gibt es nicht, oder? Gäbe es hinten eigentlich auch. Echt, oder? Ja, genau.
Okay, haben wir aber nicht drin. Also, lassen wir mal der Patrick uns das außen mal vorstellen. Wie heißt denn überhaupt schon mal die Farbe? Das ist Designio Graphit Grau Matt. Ist wirklich eine saugeile Farbe, ist jetzt eigentlich relativ neu. Ja, bei dem GT4-Türer gibt es ja verschiedene Matttöne. Es gibt auch ein Blaumatt, was auch richtig, richtig geil ausschaut. Aber das ist halt einfach mal was anderes, gerade mit dem Beige innen drin. Das hat man jetzt noch nicht gesehen. Wieder das Leitpaket, also sprich keine Chrom-Anbauteile, alles schwarz inklusive Endrohrblenden. Also man hätte hier quasi nehmen können Chrom, genau, oder man hätte nehmen können Carbon oder genau. Das Schwarz, ja? Genau, und wir haben halt das Leitpaket gewählt, das heißt, wir haben schwarze Endrohrblenden, die Fensterrahmen sind schwarz eben. Also alles schwarz. All black. Und hier haben wir Felgen. Das sind jetzt aber so Felgen, die hat man ja schon öfter gesehen. Die habe ich da auch schon auf dem GTC schon mal drauf gehabt. Gell? Das sind diese Kreuzspeichenfelgen, die finde ich relativ beliebt. Ich persönlich finde die super schick. Ja. Gerade auch zum komplett schwarzen Auto, finde ich, passen die super dazu. Ja. Ja, natürlich gibt es auch andere Felgen, aber ich finde, die haben einfach am besten dazu gepasst jetzt. Wir schauen uns immer die Autos zusammen an und gucken, dass das alles stimmig ist. Genau, ja, genau. Ja, so soll es ja auch sein letztendlich. Jetzt haben wir hier die Leiste, gäbe es jetzt auch noch in andere Farben, oder? Genau, gäbe es in Carbon eben, genau, die Außenspiegel auch in Carbon. Ja. Kommt aber bei so einem dunklen Auto auch nicht wirklich schön zur Geltung. Ich meine, wir haben ein Auto mit sehr, sehr viel Leistung, ja, aber auch natürlich im großen Gewicht. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man auch eine gute Bremskraft hat. Was? Gerade wenn man mal höhere Geschwindigkeiten fährt eben. Was kosten denn so Bremsen Aufpreis? Die kosten so ca. 8.000 Euro Aufpreis. 8.000 Euro Aufpreis. Aber jetzt habe ich folgende Frage, und zwar, die nutzen sich doch auch viel langsamer ab wie andere Bremsen. Die also, wenn man es jetzt mal so auf die Lebensdauer sieht, ist es dann überhaupt teurer, mit solchen Bremsen zu fahren? Es kommt darauf an, es ist unterschiedlich, wie man das Auto natürlich auch nutzt. Ja? Ja. Ich meine, ich habe bessere Bremskraft durch die Carbon-Keramikbremse. Ich muss auch dazu sagen, die muss erstmal auf Temperatur kommen, dass ich überhaupt eine bessere Bremskraft habe. Also sprich, von den ersten paar hundert Metern habe ich natürlich eine schlechtere Bremskraft hier als bei normalen Bremsen. Mhm. Vorteil ist aber, die haben halt so gut wie gar keinen Verschleiß. Also sprich, die halten eigentlich ewig. Was natürlich mal passieren kann, ist, wenn die Scheibe kaputt ist, wird es natürlich teuer. Da kostet eine Scheibe locker 7.000 Euro. Dafür halten die aber sehr lange. Also ich habe es noch nie gehabt, dass ein Kunde von mir jetzt irgendwie die Keramikbremse halt austauschen müssen. Gerade bei dem AMG-Fahrzeug, der wiegt ja auch gut in 2 Tonnen das Fahrzeug. Wenn ich da jetzt normale Bremsen habe und viel Kilometer fahre, viel Gas gebe und runterbremse, dann ist halt natürlich der Bremsenverschleiß auch gegeben. Das habe ich halt hier bei denen nicht. Und was macht es denn jetzt für einen Unterschied, wenn ich auf der Autobahn 250 fahre und ich bremse mit denen und ich bremse mit normalen Bremsen? Du hast einen deutlich kürzeren Bremsweg auf jeden Fall. Und so prozentual ausgedrückt eher so 10% oder gleich 30%? Boah, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall deutlich. Deutlich, oder? Deutlich, ja. Geringer der Bremsweg. Das wirst du auch merken. Also du wirst auch das Gefühl haben, wenn du jetzt mit denen fährst und nochmal wieder in Maybach einsteigst, ja, du wirst einfach merken, du gewöhnst dich an diese Bremse. Ja. Du hast dann bei Maybach so am Anfang so ein bisschen das Gefühl, der bremst gar nicht, ja, weil du hier einfach nur leicht ankippen musst und er steigt halt gleich in die Eisen, wie wenn du so einen Anker wirfst. Ja. Da habe ich ja früher auch schon mal richtig Probleme gehabt, als ich zum Beispiel mal Panamera Diesel mit ganz normaler Bremse gehabt habe und ich steige gerade aus dem Ferrari aus. Ja, aus dem, du rechnest halt mit dem Bremsen. Du rechnest ganz anders, du kannst da drauf drücken, du bremst sofort und beim anderen denkst du dann so, oh nein, oh, alles so im Slow-Mo. Genau. Also schauen wir uns mal von vorne an jetzt. Wir haben auch hier die ganzen Assistenzsysteme drinnen eben, die du halt gewohnt bist. Sprich, Tempomat mit Abstandsregelung, Spurhalteassistent, Lenkassistent und, sodass du halt eben auch Langstrecke ganz entspannt fahren kannst. Schau mal kurz den Kofferraum an, oder? Kofferraum. Ist auf jeden Fall reisetauglich. Da gibt es so viele Supplements rein. Oder ein Praktikanten. Ja genau, da haben 2 Praktikanten Platz. Na Spaß, aber hat wirklich richtig Platz. Also da kann man richtig 2 Reisekoffer reinmachen, oder? Locker 2 Reisekoffer. Klar, man musste die dann hier so reinhieven. Ja, du hast ja eine Ladekante. Ja, da hast du aber ein schickes Design. Also auch wenn der geschlossen ist, der Kofferraum, schaut es halt richtig edel aus. Mhm. Hast auch hier nochmal, weil wir ein großes Bohrmesser drinnen haben, hinten nochmal einen schönen Verstärker drin. Das ist dann, falls der Praktikant hinten drin Musik hören möchte, hat man dann noch. Genau. Hat man dann noch was? Auf jeden Fall. Und du kannst natürlich auch die Sitze umklappen, wenn du mal eben etwas. Oh, geil, mehr, ja. Etwas kann, man sogar, kann man dann sogar die Ski auch noch mitnehmen in die Ski? Kann man auch, ja. Du kannst die Mittelkonsole umklappen. Geil, ja. Oder eben 60-40 teilen, das Ganze. Ja, killer. Also, Leute, das war's von außen. Wir fahren weiter. Einsteigen. Hat der Lenkassistent auch drin? Müsste eigentlich kommen, ne? Aber zeig's mal. Da links so Knöpfe.
Das ist mega cool. Ah, jetzt habe ich es erst drin. Ja. Stimmt. Ja. Da muss erstmal das. Ja, das ist hinten dieses Pad. Das Lenkrad muss ich erstmal einschalten. Jetzt praktisch von hinten das Radio bedienen, ambiente Beleuchtung. Und kann ich das komplett ausstellen? Ich glaube, das dauert noch kurz, bis das sich aktiviert. Ja. Der muss halt, der findet halt hier wahrscheinlich keine Spur, weil er orientiert sich entweder an der Fahrbahnmarkierung, habe ich ja rechts jetzt keine, oder eben am Vordermann. Und wenn er da halt nichts hat, dann zeigt er dieses Lenkrad und nicht grün an. Das heißt, er hat nichts, woran er sich gerade orientieren kann. Was halt auch hier wieder die individuellen Tasten, wo du halt das Fahrwerk nur verändern kannst. Ja, brutal geil. Ist das jetzt ein zusätzliches? Das ist neu. Das ist praktisch ein Touchpad. Du brauchst ja nur so drüber streifen, je nachdem, was du auf die Funktion willst. Das ist ein bisschen ungewohnt auf den ersten Blick, weil du hast ja diese statischen Knöpfe nicht mehr. Mhm. Aber also man gewöhnt sich auch dran. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, fand ich. Aber das ist besser wie das alte Touchpad. Das erste Touchpad, kennst du es noch, das so ein bisschen gewölbt war, das größere? Ja, ja. Das war ja eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht ganz so sensibel wie das, nicht ganz so empfindlich. Hat man sich ein bisschen schwer getan, wenn man da Buchstaben hat auswählen wollen mit. Und das ist halt einfach flüssiger. Kurze Unterbrechung des Videos, geht nur kurz 15 Sekunden. Und zwar, ich coach dich ein Jahr lang, bis du 5000 Euro mehr verdienst und dass du mehr Zeit hast, mehr emotionale Kontrolle hast und auch mehr Energie hast. Das ist mein Life-Building-Privatier-Coaching. Sollte eigentlich 2000 Euro kosten. Jetzt im Super-Angebot, nur 30 Stunden, anlässlich von meinem 30. Geburtstag, gebe ich es dir für 197 Euro. Ich coach dich ein Jahr lang, bis du 5000 Euro mehr verdienst. Das Ganze kostet 197 Euro. Ist eigentlich ein Witz. Also steig unten ein. Bei weiteren Fragen hast du hier die Hotline. Mach mit, ich sehe dich auf der anderen Seite. Ich coach dich jede Woche live und in Videos. Du lernst also von mir, du wirst von mir gepusht. Und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn ich dein Coach wäre und wie du 5000 Euro mehr verdienen würdest im Monat. Also, steig unten ein. Jetzt viel Spaß weiterhin beim Video. Okay, wie versprochen, jetzt stehen wir direkt hier an der Tafel. Und ich habe ja persönlich angefangen damals als Bodybuilder. Und jetzt bezeichne ich mich aber als Live-Builder. Warum? Ich persönlich habe am Anfang angefangen, Fitness zu machen, weil ich einmal gestottert habe, weil ich besser aussehen wollte und weil ich einfach selbstbewusster sein wollte. Und es hat natürlich genial funktioniert. Und als ich dann gemerkt habe, hey, ich kann ja bestimmen, wie ich aussehe, kann ich vielleicht auch bestimmen, wie ich denke, kann ich vielleicht auch bestimmen, wie mein Bankkonto aussieht, wie meine Wohnung aussieht, wie mein Freundschaftskreis aussieht, kann ich vielleicht bestimmen, wie meine Beziehung aussieht. Und dann bin ich eben wirklich darauf gekommen, wenn man sein Traumleben erreichen will, dann reicht eben nicht nur Bodybuilding, sondern dann muss man auch wirklich Lifebuilding machen, also das wirklich sein gesamtes Leben aufbauen. Wie hat es also bei mir angefangen? Der ausschlaggebende Punkt war bei mir, dass viele Basics einfach nicht da waren. Ich habe nicht so ausgesehen, wie ich aussehen wollte. Ich war relativ schüchtern, ich habe gestottert und meine Eltern haben sich wegen 5 oder 10 Euro gestritten. Das heißt also, bei mir waren sehr viele Basics einfach nicht da, wo sie sein sollten. Und ich habe deswegen so einen 5-Schritte-Plan für mich persönlich entwickelt, nachdem ich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt habe und mein gesamtes Leben verbessert habe. Und ich will jetzt diese 5 Punkte durchgehen, wie man von 0 auf 5000 Euro kommt. Dann werde ich noch 3 Punkte durchgehen, wie man das Ganze 10x skalieren kann. Und ganz am Schluss biete ich dir auch noch an, dass ich dich coachen werde. Das heißt also, wenn du ein ganzes Jahr von mir gecoacht werden willst, dann kostet es jetzt nur noch 197 Euro statt normalerweise 300 Euro oder 1 Euro pro Tag, also 360 Euro. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Rabatt von 30-40% auf das Ganze. Es fängt an und zwar, ich habe erstmal analysiert, wo stehe ich denn jetzt, also eine Selbstanalyse. Und ich möchte auch mal, dass du das für dich persönlich machst. Also überleg dir mal in der Vergangenheit, wofür bist du dir in der Vergangenheit dankbar und wofür bist du dir nicht selber dankbar? Denn ich persönlich habe mich mit 14, 15, 16 angeschaut und habe mir wirklich überlegt, ich hätte ja eigentlich schon ein bisschen mehr machen können. Und jetzt mit 30 bin ich mir selber sehr dankbar, dass ich einfach von 20 bis 30 so hart gearbeitet habe, um jetzt so leben zu können, wie ich jetzt lebe. Ja, ich habe wahrscheinlich doppelt oder dreimal mehr gearbeitet wie
die meisten anderen, aber ich bin mir dafür dankbar. Also schreib dir mal wirklich auf, wofür bist du dir in der Vergangenheit dankbar und wo wirst du dir sagen, hey Scheiße, Mann, das soll ich doch in Zukunft echt anders machen oder das hätte ich anders machen sollen. Überleg dir mal, wo würdest du jetzt stehen, wenn du vielleicht statt einer Stunde am Tag irgendwelches Entertainment-YouTube zu schauen, wirklich YouTube angeschaut hättest, nur im Bereich erfolgreich werden, selbstbewusster werden, Geld verdienen, besser verkaufen, charakterlich besser werden. Wie wird es denn aussehen, wenn du bis jetzt wirklich jedes Mal in der Vergangenheit, anstatt halt dreimal die Woche irgendwie Geld auszugeben, einmal für Kino, einmal für Essen, einmal für Party, wie wäre es denn gewesen, wenn du dieses ganze Geld gespart hättest und vielleicht eine erste Immobilie angezahlt hättest, ein paar Bitcoins jetzt auf der hohen Kante hättest, wenn du das vielleicht in Seminare investiert hättest, das Geld. Denn du musst realisieren, dass deine Vergangenheit hast du bestimmt und du bist jetzt momentan da wegen deinen Entscheidungen größtenteils. Okay? Ganz wichtig und du musst dir auch klar sein, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Das heißt, egal wie gut der Psychologe ist, den du dir nehmen willst, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Du kannst sie nicht mehr ändern. Du kannst nur dir überlegen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich richtig gemacht, und dann kannst du die Zukunft ändern. Aber selbst der beste Psychologe kann deine Vergangenheit nicht ändern und du hast jeden Tag die Chance, ein komplett neues Leben zu starten. Das will ich dir einfach sagen. Du hast jeden Tag die Chance, ein neues Leben zu starten. Dann geht es weiter mit deinem Umfeld. Mach dir mal eine Liste mit den Leuten, denen du am meisten Zeit verbringst. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite schreib dir mal deine Ziele auf. Hier haben wir uns aufgeschrieben, wofür bin ich mir dankbar, wofür bin ich mir nicht dankbar in der Vergangenheit, okay? Hier schreibst du auf, mit wem hänge ich rum, wie viele Stunden, also zum Beispiel Freddy 5 Stunden, Peter 3 Stunden, Franziska 7 Stunden. Und passen die Leute zu deinen Zielen? Wenn du zum Beispiel das Ziel hast, endlich mal 5000 Euro im Monat zu verdienen, du hängst aber mit dem Peter rum, mit dem du immer ins Casino gehst, ist es sinnvoll? Und dann die Thematik, was für Informationen bekommst du? Wenn ich beispielsweise nur Schrott esse, dann werde ich fett. Wenn ich mir nur Schrott anschaue, dann werde ich dumm. Das heißt, frag dich mal, ist es möglich für dich persönlich, Millionär zu werden? Ist es möglich für dich, die Traumpartnerschaft zu bekommen? Ist es möglich für dich, in einem Traumhaus zu leben? Ist es möglich für dich, ein Business aufzubauen? Ist es möglich? Die Antwort ist höchstwahrscheinlich ja, es ist möglich. Aber welche Informationen musst du dafür konsumieren, um dahin zu kommen? Und schreib dir mal wirklich auf, wieder zwei Seiten, welche Informationen hast du dir die letzten 7 Tage angeschaut? Welche YouTube-Channels hast du gehört? Welche Podcast-Kanäle? Welche Insta-Stories? Welche Bücher hast du gelesen? Welche Informationen hast du dir reingezogen? Und wie sehr haben dir diese Informationen geholfen? Bewerte es mal von 1 bis 10. Bewerte das mal wirklich. Denn jetzt siehst du mal wirklich die Selbstanalyse, dass es deine eigene Verantwortung ist und auch deine eigene Schuld ist, wo du momentan steckst. Okay? So, das nächste ist, analysier mal, was hast du denn für Ziele? Mein Ziel war es immer, ich wollte meine Traumfrau kennenlernen, ich wollte mir ein Traumbusiness aufbauen, ich wollte überall hinreisen können auf der Welt, wo ich will die coolsten Freunde haben. Ich will finanziell frei sein, ich will Millionär sein, ich will von Immobilien bis hin zu anderen Investments alles abgedeckt haben. Ich will die geilsten Autos fahren, von Ferrari über AMG, ich will das alles fahren. Das waren halt meine Ziele, okay? Dann, wie hoch ist dein Wille? Also wie sehr willst du das auch? Wie sehr willst du das Ganze? Wie wichtig ist es dir? Wie hoch ist die Priorität davon in deinem Leben? Denn bei mir war es wirklich so, wie 50 Cent sagt, get rich or die trying. Für mich war es nicht so, ja, ich möchte gerne das alles für mich aufbauen. Es wäre schon nett, wenn ich das haben könnte. Nein, ich wollte es haben zu 100%. Es war für mich nicht okay, einen Kompromiss einzugehen. Ich wollte es haben. Und du musst dir überlegen, wie sehr willst du das und wie hungrig bist du auch? Wie hungrig bist du danach, nach diesem persönlichen Erfolg, den du für dich definieren kannst? Und außerdem in meinen letzten 2 Videos, da beschreibe ich das auch ziemlich gut, okay? Wie hungrig bist du? Und dann momentan, auf welchem Weg bist du gerade?
dein jetziger Job, dein jetziges Business, deine Schulausbildung, deine Ausbildung, deine Uni, bist du auf dem richtigen Weg oder musst du den Weg wechseln oder musst du einen zweiten Weg einschlagen? Und außerdem, hier kann auch jeder von mir Affiliate werden. Also man kann sich jetzt hier als Affiliate bewerben und ich werde dir sofort zeigen, wie du mehr Geld verdienst, okay? Dann, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen? Schreib dir mal auf, was kannst du gut, was macht dir Spaß, wovon bekommst du von anderen Menschen Komplimente? Überleg's dir. Wo bekommst du von anderen Menschen Komplimente? Was macht dir Spaß? Was kannst du gut? Wo lernst du schnell? Wo bekommst du gute Resultate? Wenn du was machst, kannst du dich gut konzentrieren. Und zu deinem Weg. Frag dich mal, wenn du den gleichen Weg weitergehst, wie viel verdienst du dann in einem, in fünf und in zehn Jahren? Überleg's dir mal. Wenn du den jetzigen Weg weitergehst, wie viel verdienst du in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren? Und wenn deine Ziele und dieser Weg, wenn die nicht passen, wenn die auseinandergehen, ja, dann musst du halt was tun. Dann das Thema Probleme. Schreib dir auf, was sind deine Probleme? Denn bei mir waren meine Probleme Rhetorik, ich konnte nicht reden. Bei mir war das Thema, ich war schüchtern mit Frauen. Bei mir war das Thema, ich war dünn, hatte aber auch kein Sixpack. Also mein Körper hat mir einfach nicht so gefallen. Es waren schon mal drei Probleme. Aus all diesen drei Problemen hätte ich jeweils ein Business machen können. Ich hätte ein Fitness-Business machen können, ein Rhetorik-Business machen können, ein Dating-Business machen können. Weil immer wenn du ein Problem hast und dieses Problem löst, okay, immer wenn du das Problem löst, Weg habe ich zweimal geschrieben, immer wenn du das Problem löst, kannst du daraus eine Dienstleistung, ein Produkt machen und dieses gleiche Problem für andere Menschen lösen und dafür Geld bekommen. Warum? Ja, weil du deren Problem löst. Ich habe ja auch dafür bezahlt, dass ich meinen Schottern wegbekommen habe. Ich war beim autogenen Training, war dann noch bei einem Hypnosetyp, habe da insgesamt mehrere tausend Euro ausgegeben. Ja? Ich habe mehrere hunderttausend Euro ausgegeben an Coachings, die ich jetzt für 200 Euro für ein komplettes Jahr weitergebe. Wer das nicht macht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Wer dazu Fragen hat, wir blenden auch hier eine Telefonnummer ein. Da kannst du eine SMS hinschreiben, falls du da noch Fragen hast zu diesem Programm. Weil das gehen wir alles in diesem Programm bis in die Tiefe durch, dass du genau weißt, wo du stehst. Stell dir mal vor, dass du ganz genau weißt, wo stehst du und du hast absolute Klarheit und weißt, wo du momentan bist und wo du hin willst. Was du auch dafür lernen musst. So, zur Selbstanalyse kommen wir natürlich noch mit einem weiteren Punkt, und zwar mit dem Punkt Ressourcen. Ja? Ressourcen. Wie viel Zeit, Geld, Energie und Emotionen hast du momentan, um das für ein neues Business oder für einen nächsten Schritt in der Karriereleiter aufzuwenden? Schalte mal wirklich auf, wie sehen deine Finanzen aus? Dazu kommen wir auch bald mit so einem Geldtest hier auf meinem Channel. Also abonnieren lohnt sich. Daumen hoch geben oder nicht, das ist mir eigentlich sekundär. Dann, wie viel Zeit hast du? Wie viel Zeit hast du jede Woche, wenn du mal den ganzen Schrott streichst? Wenn du mal PlayStation spielen, Instagram, Facebook und so weiter, und das mal alles streichst. Wie viel Zeit hast du wirklich realistisch gesehen übrig? Wie viel Zeit hast du jede Woche übrig, um was Neues zu starten? Wie viel Geld hast du übrig, um was zu starten? Wie viel Energie hast du, um was zu starten? Also wie schaut es um deine Gesundheit aus? Und vor allem, wie sehr kannst du deine Emotionen kontrollieren, dich selber motivieren, selbst bestimmen, wie du drauf bist. Das ist extrem wichtig. Also emotionale Kontrolle. Wir denken alle, ja, wir haben ja nur ein Bankkonto. Nein, wir haben auch ein Zeitkonto, ein Energiekonto und ein Emotionenkonto. Und wie man all diese Konten analysiert, aufbaut und wie man auf all diesen Konten komplette Freiheit und Überschuss hat, nichts an Mangel hat, der Stress wirklich verursacht. Das gibt es alles in meinem Coaching. So, danach musst du eine Entscheidung treffen. Du musst dir überlegen, in welchem Markt, in welcher Nische möchte ich beginnen. Okay? Du musst dir überlegen, welche Kernkompetenz lerne ich jetzt. Die Schule alleine reicht lang nicht aus. Schau mal all diese Bücher hier an. Das ist nicht mal ein Drittel von all meinen Büchern, die ich habe. Okay? Und dann musst du lernen, Probleme zu lösen. Denn aus einer Problemlösung wird dann später dein
Produkt. Aber du musst dich jetzt entscheiden, was bist du bereit einzusetzen und was bist du auch bereit zu verzichten, um deine Ziele im Leben zu erreichen. Denn du wirst nun mal auf manche Dinge verzichten müssen. Du wirst manchmal auf Party machen verzichten müssen, manchmal auf das dritte Date mit deiner Freundin pro Woche verzichten müssen, manchmal wirst du auf den neuen Pullover, den du eigentlich kaufen willst, verzichten müssen, um in dich selber und in dein Business rein zu investieren. Was hast du für eine Arbeitsweise? Wie erstellst du einen Tagesplan, einen Wochenplan, ein Controlling, eine To-Do-Liste? Was für Resultate erzielt deine Arbeit? Denn viele Leute, die arbeiten den ganzen Tag, die wurschteln viel rum. Das ist genauso wie viele Menschen, die lesen ein Buch und wissen hinterher gar nicht, was drin stand. Was war denn drin im Buch? Die haben gearbeitet 4 Stunden, ja, was war denn das Resultat aus der Arbeit? Denn das ist doch das Wichtige, das Resultat. Es ist nicht wichtig, wie viele Stunden du arbeitest. Es ist wichtig, wie produktiv und wie effizient war diese Arbeit und was sind die Resultate dann? Wie ist deine Denkweise und wie analysierst du auch dich selber ständig wieder, okay? Und wie erstellst du einen Plan mit Key Performance Indikatoren, dass du wirklich effektiv und produktiv arbeitest und auch später outsourcen kannst, dir ein Team aufbauen kannst? Das sind alles brutal wichtige Dinge, die ich wirklich in der Tiefe beibringe. Gehen wir weiter. Action. Action. Du musst diese Idee, diese Problemlösung, die du hast, die musst du testen an Probekunden. Du musst ein Proof of Concept machen. Du musst für deine Dienstleistung, für dein mögliches Produkt, und ich werde dir ganz genau zeigen, in diesem Kurs, ja, in diesem Coaching von mir, wie macht man eine Marktanalyse, wie finde ich den potenziellen Kunden, wie analysiere ich den Kunden, wie schaue ich, was der Kunde braucht und wie erstelle ich dafür ein Produkt, eine Dienstleistung, okay? Dann, wie erstelle ich einen Prototyp-Businessplan, den kleinstmöglichen Businessplan, eine Beta-Version? Wie mache ich Marketing und baue mir Reichweite auf und wie generiere ich Leads? Stell dir mal die Frage bei deinem jetzigen Projekt, ob du im Network Marketing bist, ob du Coach, Consultant bist, ob du eine Agentur hast, ob du einen Einzelhandel hast, ob du einen Online-Shop hast. Wie generierst du Leads? Wie viele Leads generierst du? Und wie konvertieren die? Also wie gut ist dein Verkauf? Und wie viel Geld verdienst du? Und meine Erfahrung ist die schnellste Veränderung im Leben von Menschen, wenn ich ihnen zeige, wie sie ihre 4 Konten sofort beeinflussen können, wie sie sofort mehr Zeit haben, sofort mehr Geld verdienen, sofort ihre Emotionen kontrollieren, sofort gesünder sind und mehr Energie haben. Das verändert wirklich das Leben von Menschen. Nicht irgendwie so ein Motivationsgelaber, sondern wirklich ein richtiges Coaching. Denn jetzt kommen wir zu Punkt 5, und zwar zum Thema Coaching. Ja? Jeder Profi hat einen Mentor oder einen Trainer. Und ich möchte dein Mentor, dein Trainer sein im Bereich mehr Geld verdienen, selbstbewusster werden, Businessaufbau, Lifebuilding, Traumleben aufbauen. Okay? Dann, du brauchst Support. Wenn du Fragen hast, dann brauchst du Antworten. Ich habe ein gesamtes Team mit Spezialisten in all diesen Bereichen, welches dir Schritt für Schritt hilft und dir jede Woche deine Fragen beantwortet. Natürlich kannst du auch nur Fragen stellen, wenn du Aufgaben hast. Ich war schon so oft, habe ich ein cooles Buch gelesen, war beim tollen Seminar, habe mich richtig gut gefühlt. Ich habe mich echt gut gefühlt. Und ich habe mich dann aber hinterher gefragt, ja, was soll ich denn eigentlich machen? Was sind denn die konkreten Schritte? Mir hat Klarheit gefehlt, mir hat Support gefehlt, mir haben konkrete Aufgaben gefehlt, konkrete Schritte, die ich machen muss. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und deswegen haben wir Aufgaben und man ändert das Umfeld. Du kommst dann hier in ein neues Umfeld. Ich, meine Coaches, die Leute, die jetzt schon seit Jahren von mir lernen, die Leute, die super Resultate haben, und du kommst auf Events, du bist online in neuen Gruppen mit drin und du wechselst dein Umfeld zu Menschen, die positiv sind, die Gas geben wollen und die wirklich was erreichen wollen im Leben, okay? Und dann kommt eben noch das Thema Reporting, dass ich mir anschaue, wo stehst du momentan, was machst du vielleicht richtig falsch, denn man braucht auch dieses Feedback. Manchmal ist man selber so tief drin, man weiß gar nicht mehr, okay, was mache ich jetzt gerade richtig und falsch, und vielleicht tut man es auch selber falsch bewerten. Das sind also extrem wichtige Punkte, und außerdem alle, die schon bei mir drin sind im Coaching, die können um 1 Jahr verlängern, auch für diesen Sonderpreis.
Also man kann für den Sonderpreis verlängern oder man kann jetzt einsteigen. Also wer all das und viel mehr möchte, wer von mir gecoacht werden möchte bis zu 5000 Euro mehr Einkommen, mehr Energie, mehr Gesundheit, mehr klares Denken, mehr Zeit, ein eigenes Standbein, der tragt sich jetzt hier unten ein, beziehungsweise der klickt hier auf den Button, trägt sich ein, holt sich das Jahr, investiert diese knapp unter 200 Euro in sich selbst und lässt sich wirklich von mir coachen. Und wer schon dabei ist, der kann jetzt verlängern um ein Jahr für diesen extrem günstigen Preis. Und wer irgendwelche Fragen hat, da haben wir hier eine Telefonnummer, die steht jetzt hier dran, da kann man meinem Team schreiben. Und das nächste ist, bevor wir zu den Skalierungsfaktoren kommen, denn natürlich gibt es auch Leute, die wollen ihr Business skalieren, die verdienen schon 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 Euro, die wollen skalieren. Wie macht man das? Das besprechen wir nachher, während ich im Auto fahre, denn ich möchte mich nachher gleich nochmal eine kleine Runde fahren, okay, im Auto. Aber man kann jetzt auch bei mir Affiliate werden. Man kann jetzt also all meine Produkte und Kurse weiterempfehlen und man lernt wirklich bei mir Online-Marketing, Affiliate-Marketing mit meinen Produkten. Die meisten Leute verdienen im ersten Monat schon zwischen 1.000 bis 3.000 Euro mehr und es ist erstmal noch komplett aktuell kostenlos, sich als Affiliate anzumelden. Man kann sich hier eintragen und Affiliate launcht in wenigen Tagen. Wenn du dich jetzt schon einträgst, also wir nehmen jetzt circa 100 bis 200 Leute auf, denen wir das Ganze kostenlos erstmal zeigen, ja, wie das Ganze funktioniert. Danach wird es wahrscheinlich ja, kostspieliger sein, weil natürlich ich auch hier ein Coaching-Team habe und mich kostet das Ganze was, Leute. Die Software kostet mich Geld, mein Team kostet mich Geld, diese Videos hier zu schneiden kostet mich Geld. Das heißt also, alles, was ich euch hier gebe, das ist wirklich zum Selbstkostenpreis. Ich habe eigentliche Unternehmen, mit denen ich mein Geld verdiene. Okay? Ob das jetzt Läden sind wie JuiceWrap, ob das Produkte sind physische, die ich online verkaufe, ob das Immobilien sind, ob das Consulting ist. Ja? Das hier ist wirklich zum Selbstkostenpreis, was ich hier alles veranstalte. Also melde dich bei mir kostenlos als Affiliate an, um on- und offline Geld zu verdienen. Und zum nächsten Punkt kommen wir jetzt erst noch. Denn beim nächsten Punkt muss ich jetzt selber erstmal ins Auto einsteigen und nochmal eine kleine Runde fahren. Ich hoffe, das war wirklich informativ. Schau es dir auch zwei oder dreimal an und nimm auch jetzt schon Punkte mit, auch wenn du nicht einsteigst, auch wenn du nicht von mir Kunde werden willst. Nimm trotzdem diese fünf Punkte mit, denn die sind extrem wertvoll und vor allem den ersten Punkt, analysiere dich mal wirklich selber und schau, wo du momentan stehst und was du ändern musst, um dein Life besser zu bilden, okay? Jetzt kommen wir zum letzten Teil vom Video. Und zwar gehen wir jetzt durch die drei wichtigsten Skalierungshebel, um sein Geschäftsmodell zu verfünffachen, verzehnfachen, verhundertfachen. Steigen wir ein. Also sprechen wir das allererste Thema an, und zwar Anzahl der Kunden und Bekanntheit. Der erste wichtigste Hebel ist, du musst bekannter werden, du brauchst mehr Kunden. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Geschäftsmodelle. Entweder du hast ein Geschäftsmodell, wo du relativ selten was verkaufst. Sagen wir mal, du bist ein Dachdecker. Jetzt verkaufst du natürlich nicht jeden Tag 20 Dächer, sondern vielleicht verkaufst du im Jahr 20 Dächer. Das heißt also, du brauchst qualifizierte Kunden, aber trotzdem brauchst du natürlich mehr Kunden. Das heißt also, wie kommst du durch ganz gezieltes Empfehlungsmarketing, Online-Marketing, durch PPC, durch einen guten Ruf, wie kommst du da an die richtigen Kunden, die zahlen können, und zwar wie kommst du ziemlich automatisiert an diese neuen Kunden ran. Oder du bist jemand, du hast tausende Kunden, zum Beispiel ich bei meiner Klamottenmarke damals, hatte ich ja tausende Kunden, oder bei der Juicery, da habe ich ja auch tausende Kunden. Das heißt also, wenn ich viele Kunden habe, wie mache ich dann das Marketing? Mache ich Influencer-Marketing, mache ich auch da wieder Performance-Marketing? Oder baue ich mir eine wirkliche Brand auf? Baue ich mir einen Personal Brand auf oder baue ich mir einen Markennamen auf? Und wie macht man das? Also das ganze Thema Aufmerksamkeit, automatisiert und auch strategisch Aufmerksamkeit, Lead- und Neukundengenerierung übers Internet. Das ist Punkt Nummer 1. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 2 und außerdem auch zu diesem Thema. Werden wir hier wieder eine Telefonnummer haben und schreibe rein, ich möchte mein Geschäft skalieren. Ich möchte mein Geschäft skalieren. Dazu brauchst du natürlich erst mein Geschäft, okay? So, dann kommt der zweite Punkt, und zwar mehr Umsatz machen. Jetzt hast du mehr Kunden, ganz klar.
Wie machst du aber jetzt auch mit diesen Kunden mehr Umsatz? Erstens mal, die Verkaufsprozesse müssen stimmen. Das heißt also, Aufmerksamkeit muss erstmal umgewandelt werden können in Neukunden. Viele Menschen, die haben eine Website, die haben Webseitenbesucher, die haben einen Shop oder irgendwas, aber die Leute kommen auf die Page drauf und die werden dann nicht zu Kunden. Stellen wir uns mal vor, du hast dann die E-Mail oder auch die Telefonnummer der Leute. Du oder deine Verkäufer rufen an und ihr macht einfach viel zu wenig Abschlüsse prozentual gesehen. Also wie sind die Verkaufsprozesse? Und dann, wenn ich den Kunde habe, wie kann ich erstens mal höhere Preise durchsetzen? Das ist Punkt Nummer eins. Also wie kann ich aus einem ganz einfachen Produkt ein Angebot machen? Wie kann ich jemandem statt für 100 Euro die Stunde was zu verkaufen, vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro für ein 2-Monats-Paket. Also wie kann ich allgemein viel hochpreisiger verkaufen? Wie kann ich höhere Preise durchsetzen? Und wie können auch dann meine Kunden bessere Resultate bekommen? Denn gute Resultate heißt, der Kunde kommt wieder. Und wie kann ich natürlich noch mehr Umsatz machen? Einmal, der Kunde kauft für einen höheren Preis, aber der kauft natürlich auch mehr und häufiger. Heutzutage ist es sehr teuer, einen Kunden zu bekommen. Das heißt also, ich muss Marketing machen, Facebook-Werbung, Influencer bezahlen, ich muss einen Verkäufer bezahlen. Das heißt, der erste Kunde, an dem mache ich meistens den wenigsten Gewinn. Das heißt, jetzt wäre es natürlich brutal schade, wenn der Kunde nicht ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal bei mir kauft. Und entweder heißt es, er kann jetzt also mehr unterschiedliche Dinge kaufen. Das heißt, ich erweitere mein Produktsortiment horizontal und auch vertikal. Und ich schaue einfach, dass ich einen richtig guten Support liefere, ein richtig guter Dienstleister werde und dass ich mich proaktiv öfter bei meinem Kunden melde, dass ich pro Kunde einfach mehr Umsatz mache. Das war der zweite Punkt. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Um zu skalieren, brauchst du natürlich auch ein Team. Das heißt, du musst all deine Unternehmensprozesse in ganz klare Aufgaben verpacken, die innerhalb eines Systems sind. Und du musst dafür jetzt Mitarbeiter einteilen. Und erst dann kann man wirklich mit Prozessen arbeiten, systematisiert und dann auch Dinge automatisieren. Denn wenn du jetzt 20 Dächer beispielsweise pro Jahr abarbeiten kannst, aber jetzt weißt du in Schritt 1, wie bekommst du mehr Aufmerksamkeit, wie verkaufst du besser, wie bekommst du mehr Kunden, wie verkaufst du auch die Dächer vielleicht sogar teurer. Okay? Aber jetzt musst du anstatt 20 Dächer 50 Dächer abarbeiten. Also wie machst du das Ganze? Wie erstellst du dir ein Team, wo du ganz einfach und strukturiert hinterher viel mehr abarbeiten kannst und wo auch du dich als Unternehmer um die wichtigen Dinge kümmerst? Denn du als Unternehmer solltest nicht die Kunden abarbeiten. Du solltest dich darum kümmern, wie man die Firma bekannter machen kann nach außen, wie die Verkaufsprozesse besser stimmen und wie allgemein das Unternehmen zu einem funktionierenden System wird und du Personal einsetzen kannst, die im Unternehmen arbeiten und du arbeitest am Unternehmen außenrum. So, und das sind vor allem auch die Sachen, die es mir ermöglicht haben, so ein Leben zu leben, denn es ist natürlich klar, nur mit einem Unternehmen, wo man selbstständig ist, wo man 5.000 oder 10.000 Euro verdient im Monat, damit kann man sich natürlich so ein Leben nicht ermöglichen. Das heißt, im ersten Schritt ein eigenes Business zu machen, eine eigene Selbstständigkeit zu machen, 60, 100 oder auch 200, 250.000 Euro im Jahr zu verdienen, das ist natürlich nur Schritt 1. Und dafür ist auch die Live-Building-Privatiergruppe da, für diesen Schritt 1. Wer dann darüber hinaus will und diesen Schritt gehen möchte und wirklich mehrere Millionen Euro Umsatz machen möchte, Gewinne erzielen möchte und mehr am Unternehmen arbeiten möchte als im Unternehmen, für den ist dann wirklich das zweite, das Business-Building-System und ein Bewerbungsgespräch, ein Telefonat mit uns nötig. Dafür eben auch ganz unten einfach draufklicken, dann gibt es da alle Informationen. Das war es jetzt von meiner Seite. Ich werde jetzt so ein bisschen mal mit dem Auto auch mal so ein bisschen Gas geben. Machen wir mal den Sound noch kurz an. So. Jetzt haben wir mal so ein bisschen Sound angemacht. Habt ihr es gerade schon gehört, das erste Knacken? Ja, also, wir dürfen es noch nicht machen, Leute. In wenigen Tagen kommt ein zweites Video, wo ich auch dieses Auto mal mit dem Maybach vergleiche, wo wir es mal richtig fahren können, wenn es endlich
wenn es endlich offen ist, und dann kann ich auch wirklich erst ein Feedback geben. Was abschließend noch wichtig ist zu sagen, was auch wirklich entscheidend ist, ist Folgendes. So ein Video sich jetzt hier anzuschauen, das macht jetzt vielleicht Spaß, vielleicht hört sich's interessant an, vielleicht auch nicht. Das Wichtige ist nur, dass du jetzt nach diesem Video handelst. Es bringt dir viel mehr, so ein Video öfters anzuschauen und die Dinge wirklich zu machen, wirklich ein Blatt herzunehmen, einen Stift herzunehmen, denn genau so habe auch ich es geschafft, unternehmerisch und persönlich erfolgreich zu werden, wirklich was umzusetzen. Es bringt jetzt nicht, sich zu überlegen, funktioniert es nicht, oder skeptisch zu sein oder bla, sondern wirklich das mal umsetzen und machen. Sich mit uns in Verbindung setzen, so einen Kurs machen, sich für mir coachen zu lassen, diese kostenlosen Infos auch mehrfach anzusehen, sie wirklich sauber durchzuarbeiten, und dann bringt das Ganze auch was. Wenn du jetzt nur vom Laptop sitzt, dann bringt das Ganze nichts. Also, komm ins Umsetzen, bis dann.